Ich habe japanische Süßigkeiten eingekauft. Ich weiß nicht, ob alles Süßigkeiten sind, aber das macht den Spaß ja auch aus, oder? Testen wir es mal. So, Freunde der Sonne, ich habe, wie man gesehen hat, japanische Süßigkeiten eingekauft und ein, zwei Sachen davon sind eventuell nicht unbedingt zum direkten Verzehr oder so. Also ich weiß nicht genau. Unter anderem habe ich das hier und das fühlt sich ein bisschen Gummi an, also so, ne, so irgendwie Süßigkeiten, so Gummibärchen. Aber hier ist halt so eine Cola drauf, Craft Cola. Und ich habe eher das Gefühl, dass du das in Wasser haust und dass dein Wasser dann wie Cola schmeckt. Oder das ist einfach wirklich nur extrem dargestellt, dass diese Bälle halt nach Coca-Cola schmecken sollen. Das kann auch sein. I don't know. Wir werden das ausprobieren. Ich habe insgesamt 2112 Yen gezahlt. Also ein bisschen was. Und das teuerste, das da. 500 irgendwas Yen, was ich nicht gesehen habe, bevor ich es genommen habe. Und ich glaube, das ist irgendwas. Da hast du irgendwie vielleicht einen Code, eine Karte oder sonst irgendwas. Und dann kannst du Mobile-App-mäßig da irgendwas aktivieren. I don't know. Aber hier sind auf jeden Fall auch irgendwie Süßigkeiten drin. Vielleicht habe ich irgendeine Scheiße gekauft. Höchstwahrscheinlich. Wir werden es erleben. Geschmack ist aber Zitrus hier unten. Also irgendwas zu naschen ist da drin, aber ich glaube, ich habe extra gezahlt für irgendeine Aktivierung von irgendeinem Skin oder sowas in der Richtung. Ja, I don't know. Also zum Glück sind wir hier zu dritt, weil ich werde den ganzen Kram nicht aufessen und die beiden sind Scheunendrescher, ja, die ziehen sich alles rein die ganze Zeit. Das heißt, ich werde auf jeden Fall die übrigen Süßigkeiten loswerden. Wir gucken einfach mal. Das Video könnte ein bisschen länger gehen, weil ich mir Zeit lasse und das auch nicht großartig runtercutte. Ich habe das schon mal gemacht, 2019. Und ich glaube, das kam ganz gut an, wenn ich mich täusche. Deswegen gucken wir mal. Wir starten mit Pocky. Strawberry. Ja, also das sind so die Dinger. Kenne ich mit Schokolade. Deswegen dachte ich mir, okay, wir holen einfach mal etwas, was ich so in der Richtung auf jeden Fall kenne, damit ich nicht nur Unsinn kaufe. Das ist mit Strawberry. Gucken wir mal. Zwei Pakete sind da drin. Ich weiß nicht, wie teuer das jetzt war direkt. Ich glaube, das ist aber auch nicht wichtig für euch. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Boah, es riecht unfassbar künstlich nach Strawberry. Das riecht ein bisschen wie doch, das riecht extrem wie Jogurette. Also super krass. Aber ganz okay. Das hat nur so ein ganz leichtes Aroma. Es hat so einen ganz leichten Jogurette-Aroma. Aber sonst schmeckt es noch nichts oder so. Habe ich schon wieder Covid und schmeckt nichts mehr oder was? Help? Nee. So, ja, das ist ein ganz leichter Geschmack nur. So ein bisschen Brotstick halt mit Jogurettenflair. Ist aber ganz okay, also weiß ich nicht. Ich glaube, wenn sie so rumliegen würden, würde ich sie halt so mal snacken. Aber ich würde sie mir nicht kaufen, weil. Weiß ich nicht, kaufst du irgendwie nicht wirklich Geschmack, sagen wir so. Machen wir weiter. Ja, nehmen wir die. Lotte. New. Chocolate Pie. So heißt das. So sehen die aus. Die sehen mega cool aus. Ich glaube, die sind nur insane süß, weil das sieht aus, wenn das oben glasiert ist. Ja, und. Ja, I don't know. Wir gucken mal. Schokolade ist immer gut. Ich hoffe, das ist tatsächlich auch etwas, was du so verzehren kannst und nicht noch irgendwie verarbeiten musst. Okay, wieder verwertbare Packung oder so. Juckt mich nicht. Gib her den Schokokuchen. Oh, damn. Oh, der. Wo ist denn hier die Schokolade? Okay. Riecht ein bisschen alt. Naja, rein damit, ne? Man sieht hier, wurde Schokolade reingespritzt. Ich hoffe, da ist auch leckere Schokolade drin. Gucken wir mal. Das Blätterteig. Blätterteig mit Vollmilch. Schokolade. Die Vollmilchschokolade ist aber irgendwie. Sie ist nicht cremig. Irgendwie.
Schmeckt null nach Schokolade. Nichts. Du schmeckst nichts von der Schokolade. What the heck? Also es ist auch nicht schlecht bei der Blätterteig. Also Blätterteig schmeckt ganz gut, aber... What? Hä? Das ist das zweite von zwei, wo ich nicht viel geschmeckt habe. Ich mache mir langsam Sorgen. Ja? Okay. Um das zu überspringen, ganz kurz, ja? Habe ich mir gerade aus dem Automaten gezogen. 130 Yen, eine Coke Zero. Coca-Cola Zero findest du hier recht selten in den Automaten tatsächlich. Weiß nicht warum. Okay, die schmecke ich noch. Alles gut. So. Um wirklich zu gucken, ob ich noch was schmecke, haben wir hier Pizza Chips. Pizza Pepperoni Chips. Ja. Boah, das riecht auf jeden Fall sehr intensiv. Alrighty, alrighty. Schauen wir mal, ob der hier, der junge Mann hier Spaß macht. Das Ganze sollte auf jeden Fall genügend Geschmack haben, damit ich sagen kann, ob es geil ist oder nicht. Pepperoni und Käse und Tomate ist da drauf. Also auch hier muss ich sagen, also es hat einen leichten cheesy Flair. Und ein bisschen Knoblauch, aber ich schmecke jetzt keinen Oregano oder keine Peperoni und so. Aber ich weiß halt auch nicht genau, was das genau bedeutet, weil hier sieht es so aus, als wenn das halt wirklich ausschließlich um Käse geht. Also vielleicht ist das Pizzakäse-Geschmack, so kann das sein. Also nach Käse schmeckt es auf jeden Fall. Und ein bisschen Knoblauch. Die sind nicht so schlecht, aber ich bin kein großer Chips-Fan. Aber die Jungs werden das hier schon alles vernichten, ich bin mir ganz sicher. So. Machen wir weiter. Womit machen wir denn weiter? Auf die Dinger freue ich mich. Ich glaube, die sind richtig, richtig geil. Das sind... Was ist das überhaupt für ein Viech? Sieht aus wie... Keine Ahnung, eine Erdnuss. Ja, Schokolade mit Keks und Milchfüllung. Ich glaube, damit kann man auch nicht viel falsch machen. Kein Plan, wie teuer die werden, aber hoffentlich jeden Cent wert oder jeden Yen. Ich krieg den Scheiß noch nicht auf. Please help me, I'm under the water. Alrighty. Die sehen doch ganz gut aus. Könnt ihr sehen, ne? Doch, die sehen nice aus. Einfach so Schokotaler, da ist ein Keks drunter und wahrscheinlich, so, gehe ich mal von aus, so wie es aussieht, mit Milchcreme-Füllung. Könnt ihr nicht ganz sehen, aber... Ja. Die sind nicht schlecht. Schmecken ein bisschen wie die... Heißt nicht... Ne, nicht Pombeeren, oder? Sind das Pombeeren? Die gibt es auch so mit Milchcreme-Füllung und so. Sind das Pombeeren? Ich glaube, diese Koalas. Die meine ich, Koalas. Kann man machen. Ganz gut. Die kann man so snacken. Wechseln wir mal von crunchy Sachen. Ich habe fast nur so crunchy Sachen gekauft. Zu Gummibärchen. Die sahen irgendwie niedlich aus, deswegen habe ich die gekauft. Ja, das ist ein Gummy. Und ich glaube, ich habe sogar so einen Anhänger da drin oder so. I don't know. Hier ist auch noch was dran. Was ist das denn? Sind das die eigentlichen Gummibärchen oder was? Hä? Was ist das hier? Gucken wir uns das mal an. Ich sehe Gold. Hier ist das Necklace drin. What the heck? Oh. Come on, fokussier. Ah, fokussier so halb. Könnt ihr sehen, ne? Das ist doch mal ganz niedlich. Also das ist niedlich, ja. Das ist schon ganz niedlich, aber darum geht's nicht. Sondern es geht um diese Gummibärchen. So. Okay. Eine bunte Mischung an Gummibärchen und ich krieg direkt den Wall von irgendwelchen Chemikalien in meine Fresse, wenn man die aufmacht. Boah, riechen die hammerkünstlich. Die sind unfassbar squishy. What the heck? Es sind voll wenig drin. Guck dir mal an. Die Tüte ist verhältnismäßig riesig. Sind das hier, wie heißen die, Lace Chips oder was? What the heck? Das ist eine Handvoll. Also nicht mal eine Handvoll.
Das war's. Tüte ist leer. Das sind alle. 2, 4, 6, 8, 10. 11 Stück hatte ich. What the? 11 Stück und das Ding. Immerhin ist das süß. Ich weiß gar nicht, welche man hätte kriegen können. Aber ich bin zufrieden. Bisschen niedlich. Die sind nicht schlecht. Aber schon ein bisschen scammy. So eine fette Tüte. Hast halt 10 Stück drin. Was sind auch die Figuren davon? Die schmecken tatsächlich gar nicht so übel. Die ziehe ich mir rein. Okay, kommen wir zur nächsten Überraschung. Also wie gesagt, das ist das Teuerste, was ich kaufte. Das hat 500 irgendwas Yen gekostet. 598. Und ja, da bin ich mir halt unsicher, was das überhaupt sein soll. Keine Ahnung, warum ich das gekauft habe. Hab mich angelächelt. What the fuck? Habe ich LSD gekauft oder so? Kann ich sehen? Was sind das? Sind das so Drops? Einfach so eine Brausepulvergeschichten, sowas? Einfach nur weiß? Sag mal, kann ich damit irgendwie meine Konsole reinigen? Was ist das, was zu essen oder nicht? Immerhin vom Geschmack her gar nicht so schlecht. Aber was habe ich denn da jetzt für 500 Yen gekauft, Alter? Bin ich bescheuert? GABA Healer. 28 Tabletten steht da sogar. What the? Was habe ich hier gekauft? Gaming Chewable. Ist das sowas wie... wie heißen die? Dextro Energy mäßig? Sodass es dir Energie geben soll? Damit du noch fokussierter zocken kannst? Ich habe mich auf jeden Fall übelst scammen lassen, glaube ich. Ich meine, das war meine eigene freie Entscheidung. Aber keine Ahnung, was ich damit soll. Das war irgendwie. Aber das ist irgendwie super weird. Ist da noch irgendwas drin? Tatsächlich nicht, Alter. Nee, das ist einfach nix. Hier ist noch so ein Block drin, aber der ist nur, damit die Sachen trocken bleiben. Und der Rest sind einfach diese komischen Drogen, Alter. Okay, wir haben noch drei Sachen. Ich würde sagen, wir probieren den Halodri mal. Baumroll. Was? Baumroll steht da sogar. Also steht da wirklich so. Gab es auch noch andere Geschmacksrichtungen, aber ich habe mir einfach mal die genommen. Wahrscheinlich ist das vielleicht so Vanille-Flavor. Sieht ein bisschen so aus, weil es halt hell ist. Und ich glaube, es gab noch dunkle, die wahrscheinlich dann Schokolade sind. Aber so ist das nun mal. Die habe ich übrigens alle im Don gekauft. Boah, riecht das krass. Riecht einfach nur süß. Ein bisschen Zitrone. Boah, ist das weiße Schokolade? Ich glaube, das ist weiße Schokolade. Oh, boah. Das ist einfach super weich. Hä? Das ist eher ein Kuchen. Das ist einfach so eine Teigrolle. What the? Okay. Das ist ein Zitronenkuchen. Schmeckt eigentlich ganz gut. Hat mich sehr überrascht. Aber ist lecker. Kann man mal. Jetzt gehen wir über zu dem, was mir ein bisschen Gedanken macht. Und zwar ist es das hier. Kraft Cola. Es klingt für mich ein bisschen so, als wenn ich damit mein Wasser pimpen kann. Und nicht, als wenn das irgendwelche Gummibärchen sind. Aber no risk, no fun. What the? Das sieht aus wie kleine Hasenködel hier drin. Oh, riecht das. Das riecht nach irgendwelchen... So als wenn du diesen Cola-Sirup gepresst in den Ball hast. Also wirklich. Viel zu strong und die sind... Boah. Ich glaube wirklich, das ist fürs Wasser. Das kann ich so nicht essen. Ich glaube, das ist nicht zum Essen. Ich weiß nicht, ob ich mir einfach so einen reinziehen soll. Oder ob ich das in einem Wasserglas mal testen soll. Okay, pass auf. Ich hole mir jetzt ein Wasserglas. Ich mache da Wasser rein. Dann machen wir die Cola-Bällchen rein. Eine. Und ich schaue, ob irgendwas passiert.
Wenn nicht, dann esse ich sie so. Okay. Schon mal ein Glas Wasser. Was habe ich da gekauft, Alter? Und jetzt haben wir hier diese Bällchen, ja? Super squishy. Ich guck mal. Okay, ich dachte, die gehen denn auf oder sowas in der Richtung. Ich glaube, ich muss die essen. Aber die riechen so insane, doll, künstlich, viel zu stark. Oder muss das kohlensäurehaltiges Wasser sein? Ach, scheiße. Ich esse die. Ach, riecht das abartig. Ich habe Angst, dass es rausplatzt. Ich habe Angst, dass es rausplatzt, wirklich. Wieso ist das so ein bisschen... Wieso ist das so zäh? Was esse ich denn hier? Ich weiß nicht, ob... Keine Ahnung. Soll deine Geschirrspüle nach Cola riechen, wenn du hier reinmachst? Also es ist irgendwie nicht zum Essen, Alter. What the f*** ist das? Ja, da habe ich... Also das war definitiv, glaube ich, keine Süßspeise. Okay, wir kommen zu unserem letzten Produkt. Das ist auf jeden Fall eine Süßigkeit. Denn... Crystal Sticks, so heißt es. Banana. Ah, wir haben Banana gekauft. Riecht aber nicht nach Banana. Und das ist, glaube ich, einfach so eine Art Lolli. Ja, ist einfach künstlich. Es ist hammerkünstlich Banane. Und sehr süß. Und sehr hart. Ist aber okay. Ist halt einfach Zuckerkristalle mit Bananenaroma. Ja? Also davon kriegst du auf jeden Fall Karies. Weiß nicht. Favorite würde ich sagen, sind die hier tatsächlich von meinem Kauf. Ansonsten, ich habe echt nicht so viel guten Kram gekauft, muss ich gestehen. Die sind halt okay. Die sind auch nur okay. Die sind auch ganz gut. Die Chips, diese komischen Pizza-Chips sind nicht so geil. Das hier ist absoluter Müll und das war das teuerste. Und ich weiß nicht, was ich da gekauft habe. Also das ist... Also wenn das was zum Naschen ist, dann... I don't know. Dann läuft irgendwas schief. Aber... Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Menge Kram hier rumliegen. Ach ja, und die Gummibärchen mit der Kette. Ah, komm her. Ich habe nur noch die Tüte. Die hier. Die waren auch sehr, sehr geil. Aber wahrscheinlich auch so teuer, weil du hier so einen Anhänger kriegst. Aber na gut, so ist es nun mal. Ja, das war das kleine spontane Taste-Video von Japanese Sweets, die ich selbst noch nie probiert habe, noch nie gesehen habe. Ob das jetzt super krass war, sei mal dahingestellt. Aber ich dachte, das Video könnte ganz interessant sein. Falls ihr es unterhaltsam gefunden habt, lasst gerne eine Bewertung, da würde mich sehr freuen. Und schreibt was Nettes in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis bald.